together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Diesmal darf ich die Ansage machen, ganz neu, weil die arme Christiane hat leider ihren Kehlkopf ein bisschen beleidigt und soll nicht zu viel reden. Deswegen haben wir gedacht, wir machen heute eine Aufnahme. Ja, und zwar auf der Eurobride, und wir sind so, also wir sind von Simmering zum Rathausplatz gefahren und haben uns mit den Menschen, die auf die Eurobride gekommen sind, ein bisschen unterhalten. Ja, und es war, also es war unser erstes Mal mit mobilem Mikrofon aufzunehmen und während irgendwie Musik und so, und es war aber ziemlich spannend. Es war voll, die Antwort war total witzig, es war irgendwie interessant, so Leute spontan anzusprechen und nicht vorbereitet. Und ja, und diesmal auch kommt die Folge an einem anderen Tag, nämlich schon heute Freitag, weil wir wollten, dass es noch online geht, bevor die große Abschlussveranstaltung der Europride-Woche ist, nämlich die Regenbogenparade. Genau. Samstagmorgen. Genau. Habt viel Spaß auf der Parade. Es ist irgendwie ein total tolles Event. Wenn ihr noch heute Zeit habt, schaut auf dem Rathausplatz. Es ist echt super dort. Sehr chillig. Gute Getränke, nette Menschen. Alle feiern. Positiv. Und auch die Leute, die wir getroffen haben, waren echt interessante Geschichten dabei. Also hört euch die Folge an. Genießt das. Und wir hören uns wieder zur nächsten Folge von Mit Milch und Zucker. Wir sind bei der Europride angekommen, nach einer langen, langen Reise aus Simmering hierher. Und wir haben gleich unseren ersten Gast gefunden, und zwar Gerald Lorca. Hallo, grüß dich. Hallo, freut mich, heute zu treffen. Und wir haben jetzt auch schon gleich die ersten paar Fragen für dich vorbereitet. Wir haben nämlich unsere Questions to go mitgebracht heute. Und deswegen fange ich am besten gleich mal an. Wenn du einen Tag Bundeskanzler wärst, was würdest du in Österreich sofort ändern? Boah, schwierige Frage, weil ich so viel ändern würde. Ich würde das Pensionssystem reformieren und einen Gesetzesentwurf für ein Pensionssystem einreichen, in dem die steigende Lebenserwartung automatisch abgebildet ist. Was würdest du dir wünschen, dass es auch nach der Pride-Woche gibt? Es wäre eine gewisse natürliche Normalität zu erreichen, wie wir miteinander umgehen, unabhängig davon, wen jemand gern hat und mit wem er zusammen wohnt und wo er zu Hause ist. Diesen Satz höre ich besonders gerne. Boah, gehen wir auf ein Bier. Wenn ich einen Tag jemand anderes sein könnte, wäre ich am liebsten? Boah, das sind ja Fragen, die man sich im normalen Leben nicht stellt. Ein Tag, wenn man anders sein könnte, dann wäre ich gerne Tina Turner. Ich habe es satt zu erklären, dass... Ich habe es satt zu erklären, dass die Neos keine bösen neoliberalen Arbeiterfresser sind. Was ist das Beste an der Pride? Das Beste ist, dass so viele Leute zusammenkommen. Ich finde es sehr stressfrei, es ist wurscht, bei welchem Verein, bei welcher Partei, mit welchen Klamotten jemand daherkommt. Es ist sehr entspannt und das gefällt mir. Was ist das nervigste LGBTIQ-Klischee? Dieses Reduzieren auf Sexualität finde ich immer sehr mühsam. Ertappst du dich manchmal selbst dabei, Klischees zu projizieren? Ja, ich finde, man sollte sich dabei ertappen, und das ist ein Zeichen dafür, dass man noch reflektiert. Das ist meine leichte Frage. Heute geht es mir? Heute geht es mir gut, weil das Ärgste vorbei ist. Und die letzte: Wie sieht die Welt in 5 Jahren aus? Ich fürchte, sehr ähnlich wie jetzt. Weise letzte Worte? Ich wünsche euch noch spannende Interviewpartner und kreativere Antworten als meine. Wir haben jetzt einen Gast, nämlich die Valentina. Valentina ist Italienerin und Übersetzerin vom Beruf. Ja. Und wir haben jetzt 5 Fragen an dich. Und zwar: Was ist das Beste an der Pride? Also für mich, das ist, dass so viele Leute, so viele verschiedene Leute gibt. Und für mich, also jeder kann sich selbst sein und man muss sich nicht so verstecken. Und ja, das ist sehr lustig. Was ist das nervigste LGBTIQ-Klischee? Vielleicht, dass sie, es gibt verschiedene, aber vielleicht, dass sie gut shoppen können, dass sie so sehr schnell miteinander vielleicht ins Bett gehen, und das ist das typische Klischee. Habst du dich auch manchmal, dass du diese Klischees projizierst? Nein, eigentlich nicht. Heute geht es mir? Sehr, sehr gut, danke. Wie sieht die Welt in 5 Jahren aus? Das ist eine komische Frage, also ja, jetzt eine lustige Frage auch derzeit, aber ich hoffe viel besser, und ich hoffe, dass die Leute mehr offen und offen werden und dass ja jeder sein kann, was er will. Danke, Valentina. Gerne. Wir
sind jetzt bei den Grünen zu Gast und haben einen Aktivisten von der Grünen Jugend und da kann ich jetzt für den Zahnrad, haben wir herausgefunden. Und wir haben 10 Fragen für dich, das sind ganz einfache Fragen eigentlich. Wenn du einen Tag als Bundeskanzler wärst, was würdest du in Österreich sofort ändern? Ganz klar den Eintrag des dritten Geschlechts ändern, so dass auch Leute, die quasi ein gewisses anderes Gender haben, zum Beispiel nicht binär sind oder so, das direkt für diese Leute umsetzen, dass diese Leute auch quasi das dritte Geschlecht haben können. Was würdest du dir wünschen, dass es auch nach der Pride-Woche gibt? Noch mehr Akzeptanz in der Bevölkerung, noch mehr Toleranz und vielleicht auch, dass der Nationalrat vielleicht auch ein bisschen die Antidiskriminierungsgesetze verschärft, also verstärkt meine ich. Diesen Satz höre ich besonders gerne. Wie hast du herausgefunden, dass du schwul bist? Das ist Sarkasmus. Wenn ich einen Tag jemand anders sein könnte, wäre ich am liebsten. Okay, da muss ich ganz klar stellen, beziehungsweise Greta Thunberg, die Klimaaktivistin. Ich habe es satt zu erklären, dass ich die Person liebe, die ich liebe. Was ist das Beste an der Pride? Dass einfach so viel Toleranz ist, so viel Akzeptanz und dass man einfach man selbst sein kann. Dass wir alle einfach so friedlich miteinander hier leben können und hier einfach wir selbst sein können. Was ist das nervigste LGBTIQ-Klischee? Schwule lieben Pink. Ertappst du dich manchmal selbst dabei, Klischees zu projizieren? Ja, oft genug. Heute geht es mir? Sehr gut. Wie sieht die Welt in 5 Jahren aus? Naja, hoffentlich ein bisschen bunter, ein bisschen toleranter und vielleicht auch, naja, umwelttechnisch auch ein bisschen besser. Nicht, dass wir jetzt in die komplette Klimakatastrophe reinrutschen. Und was sind deine famous last words? Es war mir eine Freude. Wir sind jetzt ein neuer Gast, nämlich die Geraldine Smetatzko von Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser. Und was ist euer Anliegen auf der Pride? Wir sind dazu da, dass wir sichtbar machen, es gibt auch ältere LGBTQI-Personen und die sind bei uns in den 30 Häusern zum Leben und in den Pensionistenclubs der Stadt Wien genauso gut aufgehoben wie alle anderen Menschen auch. Wir haben jetzt 10 quick questions für dich. Wenn du einen Tag Bundeskanzlerin wärst, was würdest du dir wünschen, dass es auch nach der Pride-Woche gibt? Sichtbarkeit. Sichtbarkeit, Sichtbarkeit, Sichtbarkeit. Diesen Satz höre ich besonders gerne. Wir sind für alle da. Wenn ich einen Tag jemand anders sein könnte, wäre ich am liebsten. Ich möchte niemand anderes sein. Ich bin sehr glücklich mit mir und mit meinem Leben. Ich habe es satt zu erklären, dass... Was Pansexualität ist. Was ist das Beste an der Pride? Dass Menschen zusammenkommen und die bunte Vielfalt auch wirklich einen Platz hat und zelebriert wird und sich niemand verstecken muss. Was ist das nervigste LGBTIQ-Klischee? Das LGBTQI-Personen nur junge, schöne Männer mit Sixpacks sind. Ertappst du dich manchmal dabei, selbst Klischees zu projizieren? Nur in der Hinsicht, dass ich mir dessen bewusst bin, wenn ich sie spielerisch anwende. Heute geht es mir? Gut, bestens. Wie sieht die Welt in 5 Jahren aus? Hoffentlich so, dass jeder Tag im Jahr und nicht nur das Pride Month Vielfalt auch abbildet und jeder man selbst sein darf. Was magst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Jeder wird mal alt und man sollte sich frühzeitig Gedanken darüber machen, wie man sich sein Alter vorstellt. Und als LGBTQI-Person ist man im Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser, in den Häusern zum Leben und den Clubs bestens aufgehoben. Und wo findet man euch, wenn man Fragen hat? Man findet uns im Internet auf www.kwp.at. Dann danke für die Spontanität und für die netten Antworten und noch viel Spaß. Ich danke auch. Wir haben jetzt einen neuen Gast mit unseren 5 Fragen für dich. Und zwar, was ist das Beste an der Pride? Die süßen Jungs. Diesen Satz höre ich besonders gerne. Boah, das sind diese Fragen halt. Darf ich dir ein Bierlein zahlen oder einen Spritzer? Wenn ich einen Tag jemand anders sein könnte, wäre ich am liebsten? Ein reicher Mann. Und die letzte Frage, wie sieht die Welt in 5 Jahren aus? Ja, ich glaube, die Neos machen es dann irgendwann, weil die SPÖ auch nichts mehr zusammenbringt. Danke dir, willst du noch irgendwas mitteilen? Ja, ich war noch nie gut in solche Fragen beantworten. Das hast du aber super gemacht. Danke. Danke dir. Wir sind bei den Grünen und haben jetzt unseren 2. Gast gefunden, und zwar die Andrea. Und die Andrea ist Bezirksrätin im 6. Bezirk. Auch an dich haben wir jetzt ganz schnelle 10 Fragen. Bist du schon nervös? Sehr nervös. Okay, es geht ganz leicht. Was ist das Beste an der Pride? Die vielen Lesben. Was ist das nervigste LGBTIQ-Klischee? Dass wir nur Sex wollen. Ertappst du dich manchmal dabei, selbst Klischees zu projizieren? Eigentlich nicht. Heute geht es mir? Sehr gut. Wie sieht die Welt in 5 Jahren aus? Hoffentlich grün, ohne Autos in der Stadt. Wenn du einen Tag Bundeskanzlerin wärst, was würdest du in Österreich sofort ändern? Ich würde sofort eine Ökosteuer einführen. Was würdest du dir wünschen, dass es auch nach der Pride-Woche gibt? Ich würde mir wünschen, dass es keine Gewalt gegen irgendwelche Menschen gibt. Diesen Satz höre ich besonders gerne. Alle Menschen sind gleich an Rechten. Wenn ich einen Tag jemand anders sein könnte, wäre ich am liebsten? Bette Midler. Ich habe es satt zu erklären, dass... ich ganz normal bin. Sehr gut, geschafft. Und jetzt noch fürs Ende, irgendwelche famous last words, die du noch loswerden willst. Ich liebe Wien.
Wir haben uns mit einem Gast getroffen, nämlich Christoph Wiederkehr, Chef von der NEOS Wien. Und wir haben auch für dich jetzt 10 Fragen. Yay! Yay. Die erste Frage ist, wenn du einen Tag Bundeskanzler wärst, was würdest du in Österreich sofort ändern? Wir können es auch für dich anpassen, wenn du einen Tag Bürgermeister wärst. Was würdest du sofort ändern? Ich würde gleich mal unnötige Sachen abschaffen, die man in Wien nicht braucht. Zum Beispiel nicht amtsführende Stadträte oder Bezirksvorsteher, Stellvertreter, zweiter Bezirksvorsteher, Stellvertreter, die niemand braucht, das würde ich abschaffen. Was würdest du dir wünschen, dass es auch nach der Pride-Woche gibt? Die gute Stimmung, die hier ist am Rathausplatz, jetzt während der Pride, ist aber oft hier auch bei den Wiener Festwochen, dass ganz gute Stimmung ist. Diesen Satz höre ich besonders gerne. Nicht schon wieder ein Politiker. Wenn ich einen Tag jemand anders sein könnte, wäre ich am liebsten? Ich würde gerne einen Tag in die Rolle von Obama schlüpfen. Finde ich sehr eine interessante Persönlichkeit. Ich habe satt zu erklären, dass ich mich politisch gerne engagiere. Was ist das Beste an der Pride? Die Stimmung, die Leute und die Offenheit. Was ist das nervigste LGBTIQ-Klischee? Dass alle immer glitzernd angezogen sind. Ertappst du dich manchmal selbst dabei, Klischees zu projizieren? Ja, schon. Ich glaube, das macht jeder Mensch. Da muss man immer aufpassen und sich selbst ermahnen, nicht in Klischees zu denken. Heute geht es mir? Gut. Wie sieht die Welt in 5 Jahren aus? Die Welt dreht sich so schnell und verändert sich so massiv. Wird immer schneller. Ich glaube, dass vieles in 5 Jahren schon sein wird, was wir uns heute gar nicht vorstellen können. Danke dir. Noch irgendwie famous last words, die du mitgeben möchtest? Euch alles Gute weiter mit dem Podcast. Dankeschön. Danke. Wir sind weiter gewandert und sind jetzt bei den Gay Cops gelandet. Und zwar beim Peter und beim Roman. Was genau ist das Anliegen der Gay Cops? Was macht ihr auf der Pride? Ja, wir wollen uns hier präsentieren und der Bevölkerung auch zeigen, dass es auch bei der Polizei Lesben, Schwule und Transgender gibt. Okay, jetzt hüpfen wir gleich weiter in die 10 Quick Questions. Seid ihr bereit? Ja, verhaltenes Lachen. Okay, was ist das Beste an der Pride? Das Beste an der Pride ist, dass man zeigen kann, dass es uns gibt, dass man eine Stimme hat. Was ist das nervigste LGBTIQ-Klischee? Ein Schwuler ist feminin, eine Lesbe ist nur maskulin. Diese Klischees, die es eigentlich schon teilweise gibt, aber sind lästig. Ertappst du dich manchmal selbst dabei, Klischees zu projizieren? Ja, leider. Heute geht es mir? Gut. Mir auch. Wie sieht die Welt in 5 Jahren aus? Das ist eine schwierige Frage. In Anbetracht der politischen Veränderungen könnte es sein, dass es möglicherweise sogar zu Rückschritten kommt. Wenn du einen Tag Bundeskanzler wärst, was würdest du in Österreich sofort ändern? Umweltschutz, mehr Umweltschutz. Ich bin eigentlich mit allen zufrieden. Wir sind froh, aber wir können froh sein, dass es so ist, wie es momentan ist und wir schon doch viel erreicht haben im Laufe der vielen Jahre. Ich bin doch schon älter und kann das Ganze mitvollziehen von der Jugend bis jetzt und ich glaube, es passt sehr gut. Was würdest du dir wünschen, dass es auch nach der Pride-Woche gibt? Nicht nur Toleranz und Akzeptanz, sondern die sogenannte Inklusion. Das ist das Ziel, dass wir so normal sind wie alle anderen. Diesen Satz höre ich besonders gerne. Ich mag dich so, wie du bist. Wenn ich einen Tag jemand anderes sein könnte, wäre ich am liebsten? Am liebsten wäre ich jemanden, der keine Sorgen mehr hat. Ich habe es satt zu erklären, dass ich schwul bin, warum ich schwul bin, das habe ich satt. Famous last words an unsere Hörerinnen und Hörer. Was wollt ihr der Welt noch mitgeben? Seid so, wie ihr seid, steht dazu und auch mit viel Selbstbewusstsein. Dankeschön. Wir haben jetzt unseren dritten Gast bei den Grünen und zwar ist es der Christoph. Und der Christoph ist Aktivist bei den Grünen, auch im 6. Bezirk und bei den Grünen andersrum. Jetzt haben wir auch für dich 10 Fragen, nämlich wenn du einen Tag Bundeskanzler wärst, was würdest du in Österreich sofort ändern? Ich würde schauen, dass der Diskriminierungsschutz auf Schiene gebracht wird, dass da das Leveling Up passiert, wo sich einfach einige Parteien jetzt noch dagegen wehren, wo ich einfach als schwuler Mann eine Wohnung also nicht kriegen kann, weil ich schwul bin oder aus dem Lokal rausgeschmissen werden kann, weil ich vielleicht meinen Freund küsse. Was würdest du dir wünschen, dass es auch nach der Pride-Woche gibt? Dass die ganzen Firmen oder alle, die jetzt plötzlich Regenbogenfarben bekennen, das weiter so auch machen und durchsetzen und das tiefergreifend als einfach ein kurzer Werbegag dann wirkt. Diesen Satz höre ich besonders gerne. Love wins. Wenn ich einen Tag jemand anders sein könnte, wäre ich am liebsten? Ja, wenn ich die erste Frage mir nochmal anhöre, dann Bundeskanzler, damit ihr das auf Schiene bringen könnt. Ich habe es satt zu erklären, dass Leuten, die glauben, dass sie offen sind und dann eigentlich total ausgrenzend sind in ihren Sachen,
zu erklären, hallo, das ist auch normal. Und, oder auch Leuten dann sehr intime Sachen plötzlich zu erklären oder Leute, die glauben, sie können ganz intime Sachen fragen, einfach weil man halt dann nicht der Norm entspricht. Was ist das Beste an der Pride? Ich glaube, wenn es zwischendurch auch politische Statements gibt, wenn es Sichtbarkeit gibt und nicht nur Party ist. Party finde ich ja super dazu und es ist ein Gesamtpaket, aber ich finde, wenn einfach auch dieser Spirit nicht verloren geht. Was ist das nervigste LGBTIQ-Klischee? Alle Klischees, die sind, ihr seid ja alle oder so, also da könnt ihr jetzt alle einfach aufzählen, wenn man denkt, ja. Ertappst du dich manchmal selbst dabei, Klischees zu projizieren? Ich glaube, ich habe es gemacht und bin jetzt relativ gut beim Reflektieren und Schauen und dahinter schauen auch schon mittlerweile, weil es halt auch einfach Zeit braucht und natürlich erwische ich mich immer wieder, dass ich trotzdem in Fettnäpfchen tappe. Heute geht es mir? Ein bisschen müde von gestern, aber sonst ganz gut und motiviert. Wie sieht die Welt in 5 Jahren aus? Hoffentlich grüner und bunter und friedlicher und wieder auch linker und sozialer. Famous Last Words, irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben magst? Schöne Zeit und vergesst die Botschaften dahinter, aber auch nicht jetzt während der Pride. Wir haben wieder Opfer gefunden für unsere Fragen, und zwar den Christoph und den Martin. Habt ihr schon Angst oder geht's noch halbwegs? Nein, ich habe gar keine Angst. Ich mache sowas eh gern. Du wirst Angst gehabt. Okay, nein, es ist ganz leicht. Es geht ganz leicht. Wenn du einen Tag Bundeskanzler wärst, was würdest du in Österreich sofort ändern? Das ist jetzt gar gefragt. Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfange. Also, das ist eine zu politische Frage. Da bin ich jetzt nicht so... Nein, ist mir zu spontan. Da könnte ich jetzt mich nicht auf was festlegen. Was würdest du dir wünschen, dass es auch nach der Pride-Woche gibt? Die gute Stimmung. So dieses akzeptiert werden, so sage ich mal, dass es alltäglich ist. So. Weil dieses Lebensgefühl, was man hier am Rathausplatz gerade spürt, das hat mir auch schon die letzten Jahre sehr gefallen und das hat mich irrsinnig beeindruckt und das würde ich mir das ganze Jahr über wünschen, dass man sowas richtig fühlt in der Öffentlichkeit. Diesen Satz höre ich besonders gerne. Ich hab dich lieb, mein Schatz. Oh. Na, jetzt musst du es auch sagen. Ja, dann würde ich sagen, ich hab dich auch lieb. Wenn ich einen Tag jemand anders sein könnte, wäre ich am liebsten... Ich auch wieder sehr überfragt. Wenn ich jemand anderes sein könnte, wer wäre ich dann gern? Ich bin zufrieden mit mir selbst. Ich würde nicht in einer anderen Haut stecken wollen. Was ist das nervigste LGBTIQ-Klischee? Das sind, glaube ich, die mich am meisten stören, sind die, was negativ behaftet sind. Alle Schwule haben AIDS zum Beispiel. Das ist das, was mich am meisten stört. Also ich spiele eigentlich sehr gern mit den Klischees, sage ich jetzt einmal. Also jetzt nicht ich selbst, dass ich es auslebe, aber die sind die, die mich wirklich stören, die halt so negativ richtig behaftet sind, über die man eigentlich nicht lachen kann quasi. Ich finde, es kommt jetzt auch gar nicht, für mich jetzt gar nicht so drauf an, was es jetzt wirklich für Klischees, weil ich werde gern auch nach Klischees gefragt, dann lacht man drüber. So, wenn es jetzt wirklich ernst gemeint ist und wirklich jetzt eine Anschuldigung ist, dann ist es, finde ich, ganz wurscht, was es ist. Wenn es jetzt einfach nur bösartig ist, so, ist eigentlich wurscht, welches Klischee dann, ja. Famous Last Word, irgendwas, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern noch gerne mitgeben wollen würdet? Kommt her, feiert. Genießt die Zeit. Hat Spaß und wir freuen uns alle auf Samstag auf den Höhepunkt. Die Eurobreite ist mal in Wien, ja? Dankeschön. Ja. Jetzt ja, danke. Wir sind jetzt bei unserem dritten NEOS-Gast angelangt und zwar ist das der Thomas Weber, Landtags- und Gemeinderatabgeordneter der NEOS. Hallo Thomas, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Gut. Wenn du einen Tag Bürgermeister von Wien wärst, was würdest du in Wien sofort ändern? Die parteinahen Vereine, die sich schamlos am Kulturbudget der Stadt Wien bedienen, für Parteifeste abschaffen. Was würdest du dir wünschen, dass es auch nach der Pride-Woche noch gibt? Ja, den vielen Regenbogen, den man da überall in Wien gerade sieht und die Toleranz und Offenheit. Diesen Satz höre ich besonders gerne. Wow, du bist schwul, das hätte ich ja nicht gedacht. Wenn ich einen Tag jemand anders sein könnte, wäre ich am liebsten? Barack Obama. Ich habe es satt zu erklären, dass es bei homosexuellen Beziehungen nicht so ist, dass es immer einen gibt, der Mann ist und einen gibt, der Frau ist. Was ist das Beste an der Pride? Die Vielfalt, die sich da im Regenbogen auch widerspiegelt. Was ist das nervigste LGBTIQ-Klischee? Die vielen Vorurteile, die es gibt. Ertappst du dich manchmal selbst dabei, Klischees zu projizieren? Ich hoffe nicht. Heute geht es mir? Super, weil Pride ist. Wie sieht die Welt in 5 Jahren aus? Das ist eine schwierige Frage. Ich hoffe, bunter und vielfältiger, als sie das heute ist. Hast du auch schon geschafft? Jetzt noch famous last words an die Hörerinnen und Hörer von Mit Milch und Zucker. Happy Pride!